Moin Leute, ich habe mich immer gefragt, warum darf man in Eigenregie eigentlich nur 600 Watt als Jedermann-Stecker oder Balkonsolaranlage nutzen? Ich habe mich immer selber aufgeregt und dachte, das ist ja totaler Blödsinn. Die Dose kann ja eigentlich 3,6 kW insgesamt. Aber es gibt tatsächlich einen einfachen technischen Background, warum das so ist, und den erkläre ich euch heute. Und natürlich ist es dennoch möglich, bei einem minimalen Aufwand ca. 1,8 kW an Balkon-PV zu betreiben und das auch sicher. Und ich erkläre euch auch, wie das gehen könnte. Ja, das Problem. Schauen wir uns erstmal so ein ganz einfaches System an und checken mal, was die Leitungen können, und dann gucken wir mal, woran das eigentlich liegt. Ja, ihr seht halt irgendwie hier die Leitungen, die normalerweise so verbaut sind, die haben so in der Regel 1,5 Quadratmillimeter. Und laut VDE kann man die dann maximal mit 18 Ampere belasten, so Pi mal Daumen. Die Schuko-Steckdose hat natürlich auch eine Maximalbelastung, dazu kommen wir gleich noch. Okay, aber schauen wir uns jetzt erstmal an, bei 600 Watt und 230 Volt, da muss ich einfach 600 Watt durch 230 Volt teilen, das sind dann 2,6 Ampere, die maximal eingespeist werden können. Das ist natürlich irgendwie viel weniger als 18 Ampere, also daran kann es irgendwie nicht liegen. Okay, mit wie viel Ampere sind denn die Leitungen abgesichert? Und das ist in der Regel mit 16 Ampere Leitungsschutzschaltern. Wir kommen gleich noch mal ein bisschen näher auf diese Leitungsschutzschalter zu sprechen, aber schauen wir uns doch mal was anderes an. Ja? Wir kommen nämlich der ganzen Geschichte ein bisschen näher jetzt. Das Problem bei den Stecker-Solaranlagen ist nämlich, dass ich die Leistungen aus dem Netz, also das, was ich aus dem Netz beziehen kann, und die Leistung, die die Solaranlage liefert, addieren. Ja, also nehmen wir einfach mal an, ich habe zum Beispiel einen ultra krassen Verbraucher an derselben Leitung wie die Balkonsolar. Und nehmen wir mal an, ich habe eine große Balkonsolaranlage mit 1800 Watt. Damit wird es alles nochmal ein bisschen deutlicher, deswegen diese großen Zahlen. Ja, dann hätten wir jetzt zum Beispiel für die Balkonsolar, die könnte dann mit 1800 Watt durch 230 Volt 7,82 Ampere liefern. Ist immer noch deutlich weniger als die 18 Ampere. Aber, und das ist jetzt wichtig, es können dazu nochmal die 16 Ampere aus dem Netz kommen. Ja, und wie gesagt, die addieren sich dann mit den 7,82 aus der Balkonsolar. Und dann müsste die Leitung auf einmal 16 Ampere plus 7,82 Ampere, also 23,82 Ampere aushalten. Und das kann die Leitung tatsächlich nicht aushalten. Und das würde das Kabel und auch die Steckdose nicht überleben, beziehungsweise hier könnte es wirklich zu einem Brand kommen. Ja, wie gesagt, Schuko-Steckdosen sind sogar noch mal deutlich drunter. Das erkläre ich euch aber gleich auch noch mal. Ja, sind die 600 Watt möglicherweise sogar großzügig ausgelegt? Na, so halb. Ich erkläre euch warum. Denn jede Leitung ist ja mit 16 Ampere abgesichert. Und diese 16 Ampere dürfen halt aus dem Netz bezogen werden und stehen an der Leitung dann zur Verfügung. 18 Ampere halten die Leitungen bei 1,5 Quadratmillimeter aus, das hatte ich euch eben schon erzählt. Also speise ich jetzt mit 600 Watt ein, dann sind das in etwa 2,6 Ampere, die zusätzlich geliefert werden können. Also kann ich insgesamt dann auf einen Strom kommen von 16 plus 2,6 Ampere, also 18,6 Ampere. Und damit wäre ich theoretisch 0,6 Ampere über die 18 Ampere, die zulässig sind, drüber. Aber ich gebe jetzt zu, das ist total wenig und es ist sicherlich auch übertrieben. Und wenn man so einfach rechnet auch, dann dürfte man eigentlich nur 2 Ampere mal 230 Volt nehmen, also eigentlich nur 460 Watt einspeisen, ohne diese VDE-Norm zu den Kabeln zu verletzen. Also wie gesagt, vermutlich gibt es natürlich hier eine gewisse Toleranz, die dann auch ausgenutzt wurde, und das ist alles regelkonform, also das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen, darum geht es mir auch gar nicht, sondern es geht mir darum, dass hier scheinbar sogar eher großzügig ausgelegt wurde, und darauf wollte ich halt hinaus. Eine andere Frage ist aber auch, wie oft das eigentlich real vorkommen kann und wie oft kann das überhaupt passieren, denn das ist nochmal eine andere Sache. Jetzt überlegen, dafür müsste ich dann eigentlich, damit das überhaupt zustande kommt, so ein Problem, einen Verbraucher mit mehr als 18 Ampere anschließen, also einen Verbraucher mit deutlich mehr als 4000 Watt, und da kenne ich eigentlich ziemlich wenige, die das überhaupt schaffen können. Habe ich jetzt natürlich mehrere Steckdosen an einer Leitung und schließe zum Beispiel zwei große Verbraucher an, kann das dann trotzdem natürlich passieren. Man muss aber dann auch gucken, wie die Strome sich aufteilen und so weiter. Es ist theoretisch auf jeden Fall möglich. Ich denke, in der Praxis kann es auch vorkommen. Trotzdem würde ich persönlich denken, dass es ein sehr unwahrscheinlicher Fall ist. Jetzt natürlich die andere Frage, was kann ich denn tun, um dieses Problem zu entgehen? Und ich finde, dass der Gesetzgeber das nicht so richtig cool bedacht hat, beziehungsweise sehr unnötig kompliziert gemacht hat. Und das erkläre ich euch jetzt. Also es gibt eigentlich zwei simple Lösungen für dieses Problem. Einmal kann ich den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten einfach reduzieren.
Damit reduziere ich dann praktisch den maximalen Strom, der aus dem Netz kommen kann. Also nehme ich zum Beispiel eine 10 Ampere Sicherung statt der üblichen 16 Ampere, ja, dann kann ich halt noch 6 bis 8 Ampere bei der Stecker-Solaranlage einspeisen. Also da wären wir dann schon mal bei den 1,8 kW, dann wird es interessant. Und das wäre dann auch absolut machbar und auch sicher. Also da gäbe es eigentlich kein großes Problem, so würde man es tun. Und falls ihr jetzt denkt, die Sicherung fliegt dann ja sofort raus, 10 Ampere ist ja voll wenig, finde ich jetzt nicht, aber falls man da Angst hat, das stimmt nicht. Denn die Charakteristika für die gängigen Leitungsschutzschalter sind nämlich anders. Die fliegen nicht sofort bei 10 Ampere raus, sondern bei einem Kurzschluss muss ich eigentlich das 3- bis 5-fache des Stroms erreichen, damit die Dinger überhaupt auslösen. Weiterhin sind die Leitungsschutzschalter noch gegen thermische Überlast gesichert. Das heißt ganz einfach, ich muss irgendwie 13 bis 45% über diesen 10 oder 16 Ampere, je nachdem wie die dann ausgelegt sind, über eine Stunde drüber sein. Erst dann lösen die aus. Also auch das muss man nochmal berücksichtigen. Also ihr seht, auch hier gibt es eigentlich eine ordentliche Reserve. Die springen also nicht sofort bei 10 Ampere aus, so funktioniert das nicht. Und keine Angst, die Leitungsschutzschalter und die Leitungen sind total gut aufeinander abgestimmt. Das passt so, so soll es halt auch sein. Die zweite und viel einfachere Lösung, um das Problem dann wie gesagt zu beheben, ist, ich lasse einfach keine Verbraucher mehr an diesem Kabel zu. Also die Leitung ist dann alleine für die Balkonsolar reserviert. Wie mache ich das? Ich kann einfach alle Steckdosen, die da dran hängen, einfach entfernen oder halt irgendwie zumachen. Ja? Und dann wäre das Problem eigentlich auch gegessen. Die Steckdosen finde ich total einfach. Ihr geht dazu zum Sicherungskasten, schaltet die entsprechende Sicherung aus und seht dann halt, welche Steckdosen nicht mehr funktionieren und dann wisst ihr das. Also das ist eigentlich eine ziemlich simple Lösung. Finde ich nicht sehr kompliziert. Würde wunderbar funktionieren. Ja, ist das Ganze jetzt so eine Schikane von der Lobby irgendwie, ja? Boah, keine Ahnung, ich würde sagen, irgendwie so 50-50 vielleicht, ja? Also richtig würde ich es eigentlich nicht sagen. Denn ich würde, also innerhalb unseres Regelsystems wurde eigentlich schon super großzügig gehandelt. Also diese 600-Watt-Grenze ist letztlich genauso restriktiv wie alles andere am Anschluss halt auch. Ja, da wurden, wie gesagt, auch noch die Reserven ausgenutzt und ich würde sogar sagen, dass bei unserem konservativen Regelsystem wurde hier echt alles rausgeholt, was irgendwie geht. Also Balkon-PV wurde hier sogar eher großzügig behandelt in meinen Augen. Es ist also eher so, dass das Regelsystem an sich auf sehr hohe Sicherheit bedacht ist und sehr restriktiv ist. Aber Balkonkraftwerke werden genauso behandelt wie alles andere auch. Also die haben jetzt hier nicht irgendwie eine negative Sonderbehandlung und das finde ich halt wichtig. Deswegen sollte man hier nicht von irgendwelchen dunklen Absprachen der fossilen Lobby ausgehen, das ist in meinen Augen einfach nicht der Fall. Aber, und es gibt auch noch eine negative Seite, die muss man halt auch erwähnen, man muss tatsächlich einen Elektriker holen, um diese peinliche Sicherung zu tauschen oder die Steckdosen abzuklemmen. Ganz im Ernst, ob man dafür jetzt unbedingt einen Elektriker braucht, der wieder Geld kostet, naja, und noch was, das andere ist halt, finde erstmal einen Elektriker, der für so einen Kleinkram überhaupt rausfährt. Also viele machen das gar nicht. Das heißt, kann halt auch sein, dass ich gar keinen Menschen finde, der mir das überhaupt macht. Und da muss ich sagen, das finde ich jetzt auch wieder ein bisschen überreguliert. Also zum Beispiel eine Steckdose irgendwie zumachen oder sowas, das können die meisten dann schon noch irgendwie. Da muss man ja jetzt nicht wahnsinnig viel tun. Auch eine Sicherung austauschen, würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, das haben die meisten, glaube ich, schon mal gemacht. Also das ist jetzt auch nicht so ein Drama. Und wer sich das dann nicht zutraut, der wird ja vermutlich selber auf diese kluge Idee kommen, sich irgendwie Hilfe zu holen und dann einen Elektriker zu engagieren. Also ich glaube, so viel Selbstverantwortung kann man von den meisten Leuten eigentlich dann durchaus verlangen. Zumindest von erwachsenen Menschen. Ja, und was heißt das am Ende? Ich finde halt, das bedeutet trotzdem, also man könnte eigentlich auch 1,8 kW zulassen, wenn man die Leitung exklusiv für die Balkon-PV vorsieht oder wenn die Sicherung entsprechend ausgelegt wurde. Also hier wäre es schön, wenn der Gesetzgeber die vereinfachte Anmeldung auch für zum Beispiel 1,8 kW ebenfalls ermöglichen würde. Ich finde persönlich, da spricht eigentlich nicht wirklich viel dagegen, solange es elektrisch abgesichert wird. Und wie gesagt, das, so schwer ist das nicht, das ist machbar, ihr habt es gesehen. Ja, das große Problem, mehr als 600 Watt und Elektriker umgehen. Und wie so oft versuchen halt kleinere Startups diese Lücken zu schließen bzw. das Problem anzugehen. Und ja, da gibt es auch ein neues Startup und die sind gerade noch in der Crowdfunding-Phase. Und wir haben mal miteinander gesprochen, die heißen Ready to Plug-In. Und die haben so eine Art Stromwächter entwickelt, der dafür sorgt, dass alles quasi technisch sicher bleibt. Ja, also kann die ganze Begrenzung, die man da hat, technisch umgangen werden bzw. eingehalten werden. Ich fand, das ist eine relativ schöne Lösung.
Kostet natürlich auch wieder ein bisschen was Geld und schmälert dann am Ende wieder den Ertrag. Aber ich kann mir in dem Fall tatsächlich den Elektriker sparen. Also geht's insgesamt betrachtet dann wieder ganz gut, wenn ich den Elektriker holen würde. Und man muss ganz ehrlich sagen, also auch das habe ich mittlerweile mitbekommen, dass ganz viele Leute die Anlagen einfach gar nicht anmelden, weil die keinen Bock auf diese Bürokratie haben. Denn die hat einfach gar keine Vorteile. Ich bekomme ja nicht mal Vergütung dafür. Also das soll jetzt, wie gesagt, kein Aufruf sein oder so, aber es ist einfach so, also das ist im Moment gang und gäbe, es ist Fakt und ich glaube, dass es sehr viele Leute machen und es zeigt in meinen eigentlich auch nur, nicht, dass die Leute irgendwie kriminell oder böse sind, sondern es zeigt eigentlich nur, dass der Gesetzgeber hier ganz, ganz dringend nachbessern muss und dass das Ganze einfach noch immer nicht vernünftig durchdacht wird. Ich werde dieses Ready-to-Plug-in-Gerät auch bald mal vorstellen und hoffentlich auch testen, also wir hatten miteinander gesprochen und die schicken mir vielleicht mal so eine Alpha- oder Beta-Version zu und dann kann ich das mal irgendwie die euch vorstellen, zeigen, wie das so gedacht ist, wie es funktioniert. Fände ich total cool und spannend. Mal sehen, ob es klappt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, Schuko-Stecker ist immer wieder so ein Riesenthema. Die hatten wir schon super oft im Gespräch. Die Dinger können 8 bis 10 Ampere Dauerlast, also nicht die vollen 16 Ampere. Das sollte euch bewusst sein. Also circa 2 bis 2300 Watt gingen über einen Schuko-Stecker. Wobei ich das nicht voll ausreizen würde, ja. Aber 600 Watt Einspeisung sind theoretisch kein Thema. Zudem sollte aber der Anschluss, wenn man den Schuko-Stecker benutzen wollen würde, der sollte trocken bleiben und es sollten keine Kinder rankommen. Ansonsten, falls eins dieser Probleme nicht behoben werden kann, sollte man eine Einspeisesteckdose nehmen. Die sind für höhere Dauerlast ausgelegt, wasserfest und kindersicher. Es schadet grundsätzlich nicht, diese Einspeisesteckdosen zu nehmen. Die sind technisch einfach besser. Was man machen muss, weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe 1000 Aussagen dazu. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Ich habe selbst bei Netzbetreibern gefragt. Auch die haben mir alle was anderes erzählt. Ich glaube, das weiß einfach keiner. Ja, ich muss mich noch entschuldigen, denn in einem meiner letzten Balkonsolar-Videos ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. An einer Stelle war ich nämlich ein bisschen unpräzise. Und zwar habe ich die zulässige Leerlaufspannung einfach so genommen, wie sie im Datenblatt steht. Und das stimmt aber nicht so ganz. Die STC-Leerlaufspannung, das ist quasi die höchste Spannung, die bei 1000 Watt pro Quadratmeter und 25 Grad Modultemperatur gilt. Und die steigt halt bei niedrigeren Temperaturen. Also ihr solltet eure Leerlaufspannung mit folgenden Faktoren korrigieren. Das heißt, wir haben ja in Deutschland meistens deutlich weniger als 25 Grad. Und es ist so, bei ca. 0 Grad bis minus 10 Grad müsst ihr nochmal 15% draufrechnen, bei minus 20 Grad ca. 18% und bei minus 40 Grad 25%. Im Zweifelsfall haut einfach 25% auf die Leerlaufspannung drauf und dann solltet ihr eigentlich safe sein. Sorry für den Fehler, aber bitte denkt immer daran, ich mache das fast alleine und neben meiner Arbeit und da passiert sowas einfach schon mal. Aber ich gebe Fehler immer zu und ich korrigiere die auch so gut ich das irgendwie kann. In der Beschreibung gibt es auch eine Rubrik Korrekturen. Da könnt ihr das immer finden, wenn ich irgendwas finde. Wenn es was Wichtiges ist, erzähle ich es auch in den Videos. Schaut da einfach immer rein und wenn ihr Fehler findet, dann sagt mir die einfach nett und sachlich und begründet die. Und dann bin ich da eigentlich auch immer dabei, das irgendwie zu korrigieren. Ja, danke fürs Zusehen und freut euch auf noch ein paar mehr Folgen über Balkonsolaranlagen. Ich stelle euch nämlich bald auch eine Option für, wie ihr euch elegant einen Akku anschließen könnt und diesen sogar mit dem Hausverbrauch synchronisieren könnt. Also eine echte, eine wirkliche echte sozusagen Null-Einspeisung. Also ihr könnt dann wirklich die Einspeiselast immer auf euren Hausverbrauch regulieren und das für einen relativ günstigen Preis, denke ich. Ich werde es euch dann demnächst zeigen, wenn die Teile da sind. Ich musste dafür noch ein paar Sachen bestellen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.